Willkommen, liebe Fußballfreunde, in der Pre-Zero Arena, dem Austragungsort unseres heutigen Spiels. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel wie gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. 1899 Hoffenheim gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga, eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Wie würdest du die Gäste einschätzen? Saisonziel ist die UEFA Europa League und das sieht natürlich aktuell sehr gut aus. Da liegen sie sogar ein wenig über dem Soll. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Könnte die Führung werden. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Samu Castillejo. Könnte jetzt was werden. Samu Castillejo. Er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern. Ecke wird kurz ausgeführt. Hier. Bebu. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Ecke kommt in die Mitte. Rahman. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Bebu. Da ist Platz. Kollegen bieten sich an. Hier ist Bebu. Hereingabe in die Mitte. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es war so gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber es hat ja nicht funktioniert. Ah, ist das bitter für den Keeper hier. Den ersten hat er schon abgewehrt. Ja, aber eben nicht festhalten können. Und dann ist das Ding natürlich leichte Beute für einen Stürmer. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, Platz für die Flanke. Hoffenheim mit dem Einwurf. Nun Kalle Rabik. Da ist jetzt Platz. Samu Castillejo. Ball an den langen Pfosten. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Mario Rui. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt vielleicht. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht. Da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Jetzt kommt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Suat Serda ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Pavel Kadaschabek. Gut abgewehrt hier von Matip. Erneut der Ballbesitz von S04. Ocipka. Kaderabek. Samu Castillejo. Diadier Samaseku. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Gute Chance für eine Flanke. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Pavel Kadaschabek bringt den Ball jetzt in die Mitte. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Amin Harit. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Suat Serda.
Buschi, bislang durchaus brauchbarer erster Durchgang. Sie liegen ja nur knapp hinten. Kurz mal deine Analyse. Schalke muss zulegen, so ein wenig die Bremse lösen. Das kann die Mannschaft. Der Rückstand ist knapp, alles noch drin. Jetzt die Ecke. Ja, da ist die Abwehr da. Kramaric. Schalke mit dem Einwurf. Amin Harit. Macht er gut hier. Jetzt ist Platz für den Konter. Und da ist der Ball wieder weg. Klasse Aktion da. Gute Aktion. Joel Matip klärt. Zieht ab. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Samu Castillejo. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Sané. Schöner Zweikampf. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Die Schalker mit dem Anstoß. Damit läuft der zweite Durchgang. Schalke jetzt über außen. Viel Platz da in der Mitte. Schöne Flanke jetzt. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Das nenne ich effizient. Kaum kommen sie mal vors Tor, ist der Ball auch drin. Und damit konnte man nach diesem Spielverlauf nicht unbedingt rechnen. Kramaric. Jetzt der Vorstoß. Hoffenheim mit dem Einwurf. Mario Rui. Jetzt die Flanke. Hartes Einsteigen, das riecht nach Platzverweis. Schickt ihn runter. Rot gegen S04. Und das auch zu Recht, Wolf. Gar keine Diskussion. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ball kommt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Kramaric! Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen nicht in Führung. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Amina. Der Angriff könnte was werden. Das ist Burgstaller. So, wo haben sie diesen Treffer denn auf einmal hergeholt? Auf jeden Fall stellt das den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Unfassbar. Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Muss eigentlich nur noch einschieben. Ja, so Dinge hast du nicht allzu häufig. Das macht's leicht, ganz leicht. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Gut aus für die Schalker. Sie liegen vorne. Jonjo Kenny. Guter Vorstoß. Kann was werden. Er sucht die Entscheidung. Jetzt der Schuss. Sie liegen vorne und hätten ihn erhöhen können. Aber der Abschuss, Wolf, der war nun wirklich gar nichts. Und so bleibt es eng. Ein Tor kann man irgendwie immer aufholen. Schauen wir ihm ins Gesicht. Ja, ja, der kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene und weiter nur eine knappe Führung. Steil gespielt. Das war knapp. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Omar Mascarell. Schönes Zuspiel hier. Jetzt vielleicht. Weiter gefährlich. So, die letzten 15 Minuten jetzt.
Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Hoffenheim mit guten Pässen jetzt. Sie verlieren den Ball. Jakob Brunlarsen. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Da verlieren sie den Ball. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Knapper Vorsprung, kurz vor Spielende, Buschi. Deine Einschätzung, was können wir von diesen letzten Schlussminuten erwarten? Schalke muss kämpfen, Schalke. Omar Mascarell! Der Keeper hält sein Team hier am Leben. Ein Tor ist ja aufzuholen. Und durch diese Rettungstat können sie noch auf der... Ja, mit viel Übersicht. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Da kommt die Flanke. Der ist noch heiß. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Was macht er draus? Den Ball hat er. Ganz souverän. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Da ist die Hereingabe. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Der Ballverlust. Jetzt könnte es gefährlich werden. Macht er gut. Kurz vor Schluss, das könnte die Entscheidung werden, Ecke. Ecke kommt rein. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Und jetzt geht nichts mehr. Der Schiedsrichter pfeift ab. Sie haben sich den Sieg geholt. Eine ganz, ganz starke Leistung in Unterzahl. Ja, vor allem sehr gut organisiert gespielt. Wenig zugelassen. Toll gemacht. Das war gut, was er heute angeboten hat. Klar, dass er heute happy ist. Er hat den entscheidenden Treffer gemacht.